Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine leichte Version vom K2K Merch Glitch zeigen. Ja, ebenso braucht ihr auch wieder die Hilfe von einem Freund. Ihr und euer Freund begibt euch einfach zum LSK Meet. Euer Freund braucht auch ein Auto. Und ihr fordert euch einfach das Auto an, was ihr merchen wollt. Ich habe in meinem Fall einfach jetzt irgendein LG angefordert, den ich mir jetzt merchen will. Und ja, das, was wir jetzt einfach machen, ist einfach das Auto in die Luft jagen. Und fordern uns einmal das Auto an, von dem wir die Settings übertragen wollen. So wurde das Auto dann geliefert, einfach einsteigen und ins LSK Meet reinfahren. Sind wir jetzt im LSK Meet angekommen, muss unser Freund uns einmal zum Sprint einladen. Das macht er über das Interaktionsmenü, LSK Meet und dann auf Sprint und dann kannst du einfach eine Einladung schicken. Wir nehmen die Einladung an, lassen die Zeit einfach ablaufen. Ist das Rennen dann gestartet, kommt einmal der Bot ins Spiel. Dem müsst ihr jetzt einmal beitreten. Für die PlayStation 4 heißt der Anavac 2P4. Für die PlayStation 5 heißt der Anavac 1P5. So, die erste Meldung, die kommt, die nehmen wir an mit X. Die zweite Meldung ablehnen. Und dann begehen wir einmal Selbstmord. So, wenn wir jetzt wieder gespawnt sind, müssen wir uns einmal zum Wasser begeben. So, begibt euch einfach zu dieser Stelle hin, wo ich mich jetzt hier gerade begebe. Ihr seht es auch gerade auf der Map. Das, was wir jetzt machen, ist, wir bestellen uns einfach das Auto, was wir uns eben zerstört haben, aber noch nicht bestätigen. Und zwar fahren wir jetzt einmal ins Wasser rein und wenn der Bildschirm schwarz wird, drücken wir einfach X. Wir fahren ins Wasser rein, drücken jetzt auf X und wenn wir jetzt spawnen, werdet ihr sehen, dass sich das Auto gemerged hat. Ja, als nächstes begeben wir uns dann zum Alice Customs. Unser Freund kann dann jetzt die Lobby dann verlassen. So, wir fahren jetzt einfach dann normal ins Alice Customs rein. Wenn es der Fall sein soll, dass ihr nicht ins Alice Customs reinfahren könnt, müsst ihr euren Freund nochmal in die Lobby einladen. Dann registriert ihr euch einmal als MC-Präsentant. Dann geht ihr auf Club-Aufträge und müsst dann einmal die Mission Cage-In starten. Dann könnt ihr auch ins Alice Customs reinfahren. Wir ändern jetzt noch irgendwas am Fahrzeug und schon ist die Kopie fertig. So, wenn ihr jetzt übers MC-Präsident hier reingefahren seid, müsst ihr einmal die ferngezündete Bombe euch kaufen. Und wenn ihr aus dem LS Customs dann wieder rausgefahren seid, müsst ihr die ferngesteuerte Bombe einmal zünden und dann habt ihr das Auto auch abgespeichert. Ich kann eben mal kurz das Auto einmal einlagern und dann das persönliche Fahrzeug wieder anfordern, damit ihr seht, dass das Fahrzeug auch abgespeichert ist. Da vorne wurde das Fahrzeug schon geliefert und ihr seht, das Fahrzeug ist abgespeichert. Und Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.